Heute sprechen wir mal Klartext. Wir haben jetzt schon seit Monaten keine Videos mehr hochgeladen und der ein oder andere fragt sich vielleicht, was ist eigentlich mit den drei Schattenwolf-Jungs los? Und wie geht's mit dem Kanal weiter? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Aber erstmal einen Schritt zurück. 185 Videos haben wir in den letzten Jahren hier auf diesem Kanal hochgeladen. Von Vlogs über Let's Plays, die auch nicht immer zu Ende gebracht wurden, bis hin zu unseren Gutach-Videos, die ihr geliebt habt, oder Spielen wie Stadtland Film und Ich nehme alles. Ihr habt uns drei begleitet von der Gründung unserer eigenen Produktionsfirma mit Cinema Strikes Back und 5 Jahre später sind wir plötzlich 9 Leute? 10 Leute? Irgendwie sowas? 9 Leute im CSB-Team und dann nochmal 9 bei Zweifelsfrei. Das war wirklich eine krasse und lehrreiche Zeit bisher. Diese Zeit hat viel Spaß gemacht, aber sie war zum Teil auch frustrierend, anstrengend, nervtötend, erschöpfend. Beschreibst du gerade dich selbst? Und der Schattenwolf-Kanal war für uns immer so ein Nebenprojekt, was wir mitgezogen haben. Mal mit mehr Motivation und mal mit weniger. Ich glaube, das habt ihr sicherlich gespürt. Cinema Strikes Back zum Beispiel war für uns drei hatte immer die größte Prio. Und dieser Kanal, der mal wirklich zu 100% uns gehört und den wir nicht für eine andere Firma betreiben, den haben wir ziemlich vernachlässigt. Obwohl die Videos nicht sehr aufwendig waren, hat der Kanal aber trotzdem, und das müsst ihr bitte verstehen, einiges an Zeit gefressen. Zeit, die wir drei auch als Firma brauchen, um zum Beispiel neue Projekte an Land zu ziehen. Zeit, die wir in Cinema Strikes Back investieren wollen, um den Kanal noch weiter auszubauen. Zeit, die wir auch gerne mal im Privaten hätten oder auch mal um so etwas wie eine 4-Tage-Woche vielleicht mal einzuführen. Und jetzt kommt eine Info, die für euch vielleicht neu sein könnte. Wir waren nie wirklich zur selben Zeit zu 100% zufrieden mit unseren Videos auf Schattenwolf. Da gab es viele Diskussionen. Wir wussten nie so wirklich, was wir eigentlich mit diesem Kanal anstellen wollen. Uns hat einfach die Zeit und die Kapazität gefehlt, um wirklich kreativ zu werden. Uns hat da so ein bisschen die Vision gefehlt. Und das ist der Grund, warum wir teilweise monatelang keine Videos veröffentlicht haben hier. Und trotzdem wollten wir den Kanal irgendwie am Leben erhalten. Auch irgendwie dann im Prinzip irgendwann nur noch als Hobby. Immer wieder haben wir bequatscht, was wir mit diesem Kanal anstellen sollen. Und mehr Let's Plays war so eine Idee. Oder Marius Fotokram. Oder vielleicht doch mehr Zeit und Geld investieren und vielleicht einen Kurzfilm drehen oder sonst irgendwas. Hoffen, dass wir irgendwie mit irgendeinem Format erfolgreicher durchstarten. Leider hat das alles dann nie so wirklich geklappt. Aber ich meine, auf YouTube ist ja auch Konsistenz wichtig. Aber das war dann halt auch einfach nicht immer möglich. Und trotzdem, nachdem ich all das gesagt habe, war es immer, wirklich immer ein kleines Herzensprojekt. Und deshalb haben wir das auch weitergeführt. Auch mit unserem Shop und Twitch und Patreon und den Livestreams und so weiter und so fort. Das Ding ist, dass wir drei immer noch nicht recht wissen oder einig sind, was wir auf diesem Kanal eigentlich machen wollen. Kein Plan. Das ist für einen YouTube-Kanal ist das tödlich. Ist das der Genickbruch? Der Algorithmus bestraft solche Kanäle, die immer wieder mal unterschiedlichen Content veröffentlichen und dann auch gerne mal Videos machen, in die vielleicht nicht so viel Zeit geflossen ist und dann wieder mal ein Video, in das sehr viel Zeit geflossen ist, wie unsere Sitcoms zum Beispiel. Beides haben wir mit Schattenwolf nie so wirklich hinbekommen. Dazu kommt, dass das noch nie ein Projekt war, was uns sonderlich viel eingebracht hat. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eher darauf gezahlt, auch mit unserer Arbeitszeit, erst recht mit unserer Arbeitszeit, wenn man die einberechnet. Aber ja, damit kommen wir zum Heute, in die Gegenwart. Deshalb haben wir schweren Herzens einen Entschluss gefasst. Es wird nämlich zukünftig keine Videos mehr auf Schattenwolf geben. Weder auf YouTube, noch auf Instagram und auf TikTok auch nicht. Außer uns küsst vielleicht die Muse und wir sagen, hey, lass uns doch mal ein Video auf Schattenwolf bringen. Die bisherigen Videos werden wir online lassen, falls ihr in die alten Folgen reinschauen wollt. Auf Patreon werden wir auch keinen neuen Content bringen. Ein riesen Dankeschön an alle, die uns finanziell unterstützt haben. Und wenn ihr weiterhin Patrons bleiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun, nur bitte erwartet da keinen weiteren Content mehr, weil wir das einfach, wie gesagt, nicht schaffen und unsere Prioritäten woanders platzieren wollen. Ich hoffe, ihr versteht das und nehmt uns das nicht übel.
Damit kommen wir jetzt aber zur Zukunft. Wir werden natürlich euch auch vor der Kamera erhalten bleiben. Nur nicht hier auf Schattenwolf, sondern auf Cinema Strikes Back. Da werden wir auch regelmäßig zusammen auftreten. Und auf unserem Schattenwolf Instagram-Account gibt es auch immer mal wieder Posts. Deshalb, da könnt ihr auch gerne noch uns folgen. Und vielleicht gibt es auch hin und wieder mal neues Material für unser Merchandise. Neue T-Shirts, neue Pullover, Tassen, keine Ahnung was. Schattenwolfshop.de. Schattenwolfshop.de. Und unser Plan ist es einfach, uns auf neue Projekte zu konzentrieren und die Zeit, die wir halt früher in Schattenwolf gesteckt haben, in neue Sachen zu investieren. Wir wollten euch natürlich nicht im Dunkeln stehen lassen, deshalb dieses Video hier. Und nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die so lange mit dabei waren. Und sorry, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Ja, sorry, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Na, vielen Dank an alle, die unsere Videos geschaut haben, kommentiert haben, Merchandise gekauft haben, Patreon bei uns da unterstützt haben. Es war echt eine coole Zeit, finde ich. Und vielen Dank für eure lieben Kommentare und Nachrichten. Und ja, das war's. Macht's gut. Ciao.